Echt? Und du meinst, Imperator ist dein Vater? Fuck. Das hätte er dir doch erzählt, oder? Meinst nicht? Glaube ich nicht. Oh, hi! Willkommen in der Noppenkelzenscheune. Ich bin Blockstar und heute geht's um was wirklich Wichtiges. Ho, ho, ho! Bald sind wieder die Feiertage. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Leider nicht in jedem deutschen Haushalt. Deswegen heute ein ernstes Thema. Ich möchte aufmerksam machen auf den 12-Stunden Weihnachtsspendenstream der Freunde von Klemmbausteinkastens, der lieben Daniela und dem lieben Sascha, die am 14.12. ab mittags zu einem 12-Stunden Spendenstream für die Organisation SaveTheChildren.org, Link unten in der Beschreibung, aufgerufen haben. Sie bauen in diesem 12-Stunden-Stream die aktuelle Kobe-Titanic auf. Nicht die Limited Edition, sondern die normale, die ihr auch jetzt gerade käuflich erwerben könnt. Und die brauchen dafür Unterstützung. 12 Stunden zu einem guten Zweck. Jeder, der spendet, hat die Chance, etwas zu gewinnen. Ich zum Beispiel, der kleine Blockstar, spendet den Leopard 2A4, das Set 2618 von Kobe aus der Small Army Edition bzw. aus dem Featurette mit dem deutschen Panzermuseum in Munster. Nicht dieses hier, das bleibt meiner, sondern ich habe dann noch da hinten hinter euch einen original verpackten Karton, der geht dann auf meinen Nacken für euch, wenn ihr spendet. Denn das ist die Bedingung, jeder, der etwas spendet, das Spendenziel ist um die 1000 Euro, der hat die Chance, ganz viele Preise zu gewinnen. Die Preise zeige ich euch gleich in einer Card und kommentiere das noch. Da gibt es eine ganze Menge, das Schienengeschütz Dora von Kasi und. Da möchte ich einfach jetzt keins unterschlagen, weil es einfach so viele sind. Und ganz, ganz viele prominente YouTube-Kollegen machen auch mit. Auch da zeige ich euch gleich die Endcard und kommentiere es noch. Aber ich kann mal kurz hier auf meinem Magic Wand Wall gucken. Das Programm will ich euch kurz sagen. Von 12 bis 12.30 Uhr startet der Stream. Dann kommt nämlich schon hier der Blockstar. Von 12.30 Uhr bis um die 13.30 Uhr werde ich meinen Senf dazugeben. Und ich kann ja immer meinen Senf dazugeben, weil Titanic, ha, da gibt es so viel zu erzählen. Ich hoffe, sie schmeißen mich nicht eher raus. So, dann von 13.30 Uhr bis 14 Uhr, der liebe Brickendo bzw. Ben Bricks, gestern vielleicht im grandiosen Stream gesehen mit dem Johnny und den Freunden von Promo Bricks bzw. dem Henry von der Klemmbaustein Lyrik. Dann von 14 Uhr bis 14.30 Uhr die Brick Freaks. Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr mein lieber Freund von Sven Gadget Klemmbaustein und Dorstens Klemmbaustein-Ecke die Kleine. Ich hoffe, man sieht auch die schöne liebe Amy. Miau, 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 sag ich mal. Dann von 16 Uhr bis 17 Uhr Tobis Lego Show und von 17 bis 18 Uhr Grandmaster himself, der kleine nette Mann, der kleine weiß ich gar nicht, aber der nette Mann aus Ostwestfalen, der liebe Thorsten von Johnny's World. Von 18 bis 18.30 Uhr ist noch frei, denn da komme ich noch gleich zu, es rutschen vielleicht noch welche nach. Von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr Frisch-TV, Frisch-TV, apropos Frisch, muss mal ein Bier trinken. Ah, Bier ist nichts für Kinder, Alkohol ist ungesund. Also liebe Kinder, wenn ihr hier reinguckt, abschalten, Koppa. So, dann von 19.30 Uhr bis 20 Uhr die Klemmbausteinwelt. Von 20 Uhr bis 20.30 Uhr ist noch frei, Primetime. Mal schauen, wer da noch kommt. Dann von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr Bricks for Heroes. Servus nach Austria. Austria 12 Points. Dann von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr die Steinchenklemmer. Von 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr ist wieder frei. Und von 23.30 Uhr bis 23.59 Uhr ist halt frei, da geht es in die große Abschlussrunde. Die Titanic ist hoffentlich bis dahin fertig und wir hoffen, dass wir bis dahin die 1000 Euro locker zusammenbekommen haben. Es sind immer noch ein paar Punkte frei, habe ich euch ja gesagt. Das liegt daran, dass noch der ein oder andere vielleicht dazukommt, nämlich vielleicht die Brick Story, die hat zugesagt oder prüft es gerade. Bin ich mal gespannt, den Benix da mal zu hören. Und vor allem ist es cool, mit in einer Runde mit denen zu sein. Der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik ist noch am Prüfen, was halt geil wäre. Und der ein oder andere auch. Aber ich gebe es euch nochmal auf einer Karte extra mit einem kleinen Comment von mir, weil ich keinen unterschlagen möchte, denn wir sind eine tolle, nette Familie. Und da ist jeder wichtig und
einfach nur tolle Menschen. Guckt euch auch deren Kanäle an, Kanäle, und lasst da gerne auch ein Abo und einen Kommentar da. Am besten schöne Grüße vom Blogstar, das wäre ganz cool. Nee, Spaß beiseite, nochmal. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Es geht hier nicht um mich, geht hier nicht um mein Ego, geht hier nicht um mein Hobby, wobei es geht halt um unser gemeinsames Hobby, aber es geht mir um die Kinder, um die schwächsten Glieder in der Kette. Und ja, es gibt so viele Familien, wo Kinder, oder auch es gibt gerade gar keine Familien, es gibt Kinder in Waisenhäusern, die halt ja einfach jetzt in der kommenden Zeit, wo wir oft an uns nur denken, an unsere Familie, zu kurz kommen. Wir haben dieses tolle Hobby der Klemmbausteine, wo wir viel, viel Geld ausgeben, und ich denke mal, oder auch noch andere Hobbys, wo wir viel Geld ausgeben, was oft unnütz ist, gut, immer aus der jeweiligen Sicht, subjektiv, aber wo ich denke, wo man mal ruhig den einen oder anderen Euro abknapsen könnte und in diesem Stream spenden könnte. Denn nochmal, Kinder sind oft oder sind fast immer das schwächste Glied in der Kette, und nicht jedem geht so gut wie uns. Uns geht sehr gut, und deswegen würde mich einfach freuen, wenn du mich nicht magst, ist egal, guck rein, es gibt genug andere, ich habe es gerade gesagt oder zeige es dir gleich noch, genug andere tolle Leute, wo du gucken kannst im Stream, und die Klemmbausteinkastens, Daniela und Sascha sind eh herzensgute Menschen, also von daher würde mich echt freuen, wenn du reinschaust. So, jetzt gibt es aber noch einen kleinen Mehrwert, denn meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten, meine Top-Zuschauer, wenn ihr, während ich streame oder auch später ein bisschen mich erwähnt bzw. mit mir interagiert oder euch erkenntlich gibt, dann verlose ich noch auf meinen Nacken hier so ein paar Kinder oder ja, Weihnachtsmänner, ist egal welche Marke, einfach nur als Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und mit mir dieses Fest feiert, denn es ist auch für mich ein kleines Fest, denn streamen mit tollen Leuten, was Gutes tun und dann noch euch dabei zu haben, was will man mehr? Also das ist quasi wie schon vorgezogenes Weihnachten. Schreibt mir bitte mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr zuschaut, auf wen ihr euch besonders freut, das würde mich interessieren, denn wie gesagt, ich bin da das kleinste Licht auf der Torte. Mich würde einfach freuen, auf wen ihr euch am meisten freut. Und ja, jetzt sage ich zwar schon mal auf Wiederbauen, aber es kommt gleich noch ein, zwei Karten. Und da sprechen wir weiter, aber für diesen Take sage ich auf Wiederbauen. Bis gleich, euer Blogstar. Dann kommen wir mal zu den Übeltätern oder den Wohltätern, nämlich den Klemmbausteinkastens, die ja diesen 12-Stunden-Streamer am 14.12. ab Mittag ins Leben gerufen haben. Das geht ganz einfach. Natürlich entweder ihr gebt sie hier oben ein und sucht sie, oder bei mir am Kanal, kleines bisschen Werbung, kommt ihr auch direkt dorthin. Einmal richtig klicken und dann seht ihr sie schon, die netten Menschen. Und bei Specials, hier ist der, ja, die Ankündigung, das Ankündigungsvideo zu den Weihnachtsstream. Ich mache es jetzt mal kurz auf Pause. Schaut es euch an, auf jeden Fall, lasst einen Daumen da. Und wichtig, das, was ich euch ja eigentlich zeigen wollte, ist der Link, nämlich zur Beschreibung, findet ihr natürlich auch bei mir unten in der Kommentarsektion, aber hier möchte ich es euch ja zeigen, denn ich habe es ja gesagt, ich möchte keinen dieser tollen Menschen, die dort mitmachen, unterschlagen. Hier seht ihr noch einmal die Schedule, die habe ich euch schon vorgelesen. Da seht ihr die Namen nochmal, aber für euch natürlich interessant, wenn ihr spendet, was ihr alles, wenn ihr Glück habt, gewinnen könnt. Und da sind so viele tolle Sets dabei. Also, und auch tolle Firmen. Also, Kobi, BioBuddy, Steingemacht, das ist der Thorsten von Johnny's World. Der Steinchenshop, ne, kennt auch jeder. Und dann hier unten die YouTuber, wo auch hier da der kleine Haierkopf, der Blogster dabei ist, aber hier auch Bricktendo oder die Brickfreeze, der Westi von Westforce Bricks. So viele Privatleute halt auch, die Sets von sich, die sie selber gekauft haben, zur Verfügung stellen als Gewinn, wenn ihr spendet. Und das Ziel hier oben, seht ihr, 1000 Euro, das ist, also ich würde behaupten, dass diese Sets, die man hier gewinnen kann, viel mehr wert sind als die 1000 Euro. Und ja, wie gesagt, hier könnt ihr spenden, geht ganz einfach, ihr klickt drauf, jetzt spenden, und dann gebt ihr eure Daten ein und ja, ich würde es jetzt hier über PayPal machen und würde meine Daten eingeben und spenden. Ja, also, Leute, einfacher geht es gar nicht. Und es ist für einen guten Zweck. Ich meine, die Organisation
Save the Children ist bestimmt euch bekannt. Unterstützt so viele Projekte von Syrien, Afghanistan, aber auch in Deutschland. Also es gibt da wirklich genug, oder leider gibt es auf der Welt sowieso genug, wo man helfen kann, soll und muss. Und ich kann das nur nicht oft genug sagen. Wenn man mit unseren Klemmbausteinchen da Leuten helfen kann, es gibt nichts Besseres. Also echt herzlichen Dank an die beiden, die jetzt hier beim Muten, beim Pause machen, vielleicht nicht so schön getroffen sind, aber ein kleiner Spaß von mir. Sie freuen sich halt auch da über diese Aktion, die wirklich klasse ist und, glaube ich, ja, für mich jetzt einmalig, weil ich das erste Mal dabei bin. Ihr seht jetzt nochmal ganz dicke, 14.12. ab 12 Uhr. Sie bauen die Titanic auf, das Kobi-Set 1916. Das ist nicht, wie ich wiederhole, es ist nicht die Special Edition bzw. die Limited Edition mit dem Eisberg, sondern die ganz normale, die ihr auch bestellen könntet oder könnt. Ne? Mich persönlich würde es noch freuen, wenn die drei hier noch mitmachen würden, wenn das noch klappt. Ihr seht ja, hier sind ein paar Slots noch frei, drei Stück. Wenn die sind ja auch keine unbekannten Größen. Ja, also schaut es euch bitte an. Ich würde mich freuen. Hier ein Jörg S. hat schon 15 Euro gespendet. Macht es genauso. Und auch ganz wichtig da, es kann sogar eine Spendenquittung ausgestellt werden, falls ihr es auch noch steuerlich absetzen möchtet. Also, ja. Ich bin einfach noch baff, das merkt ihr vielleicht, ich bin ein bisschen sprachlos immer noch, wenn ich drüber rede, weil ich hier, der kleine Blogster mit keinen 50 Abonnenten, darf in dieser Riege mitmachen. Wow, super nett von den Leuten, diese Vorschusslorbeeren zu bekommen, und deswegen möchte ich denen auch wieder ja zeigen, dass einfach wie gespielt Danke sagen und denen zeigen, dass ich mich auch einsetze, um halt diesen Vorschuss auch wieder zurückzugeben und diese klasse Aktion zu unterstützen. Ist schon der Hammer, oder? Aber der Hammer ist auch, dass ihr mit einer kleinen Spende das Glück habt, mein aktuelles Lieblingsset zu gewinnen. Was will man mehr? Was tut was Gutes, hat Spaß und hat die Chance, etwas zu gewinnen. So what? Also win, win, win. In diesem Sinne, danke, dass ihr reingeschaut habt. Teilen bitte, kommentieren, denn ich brauche euch, euer Blogster. Und du meinst echt, das könnte sein, dass er dein Vater ist? Ja gut, du hast recht, die Macht und so, ne? Was eine kaputte Familie.